Mit WeTransfer.com ist es ein Kinderspiel, auch riesige Dateien mit anderen Leuten zu tauschen. Effektiv musst du nur die Datei hochladen, indem du sie auswählst. Hier beispielsweise eine PowerPoint-Präsentation mit 8 Megabyte. Du gibst die Empfängeradresse ein und deine eigene Adresse, allenfalls eine Nachricht und ein Klick auf Senden. Dann musst du die Geschäftsbedingungen akzeptieren und schon wird diese Datei übertragen. Voilà, finito. Diese Datei ist im Netz und der Empfänger bekommt eine Mail. Der Absender bekommt eine Bestätigung, dass dieser Transfer erfolgreich abgeschlossen ist. Und bei mir jetzt natürlich im selben Mailprogramm, der Empfänger bekommt eine Meldung, dass eine Datei zum Download bereitsteht. Mit einem Klick auf Download wird diese Person zur entsprechenden Seite geführt und wird gefragt, wo diese Datei hingespeichert werden soll. Kann sogar noch einen neuen Namen geben. Und schon kommt sie runter in Windeseile. Das Coole am Ganzen ist, der Absender, der bekommt anschließend eine Bestätigungsmail, dass diese Datei nun beim Empfänger angekommen ist. Das sieht dann so aus.